Hallo am 26. Januar bei Geschichte Tag für Tag. Wir schreiben das Jahr 1340. König von England, Edward III., ruft sich selbst zum König von Frankreich aus. Damit löst er de facto den Hundertjährigen Krieg aus. 1628, also schon während des Dreißigjährigen Krieges, erwirbt Wallenstein, der kaiserliche Generalissimus, heimlich durch Kauf zwei Herzogtümer. Und das alles hinter dem Rücken des Kaisers, dem er eigentlich treu ergeben war, und der Kaiser hat ihm auch mehr oder weniger vertraut. 1871 wird Rom ganz offizielle Hauptstadt des Königreichs Italien. Und das war's heute auch schon wieder von mir. Wir sehen uns morgen wieder. Servus!